das ist echt eine Erdbefüllung, das ist eine Rohkrepierer, Junge. Das ist ein Imitator, sagst du, das ist eine Blende hoch 1, hast du mal sagen lassen. Das ist ein Fisch im Kopf. Ja, hätte so die Rohr ein bisschen durcheinander. Strengt sich an, Köln zu sprechen. Und das ist eine Dialekt, Junge, der kennt keinen Sau, der kommt aus der Eifel wahrscheinlich. Er will nicht aus Köln. Der Mädchen auf Chorweiler. Ja, der Mädchen auf Chorweiler machen die alle. Der hat mir eine Rute Jagd, nein, und eine Rute hübsch an, verstehst du? Ja. Das sind so Leute, die machen alles noch. Was willst du machen? Die kommen nicht auf eine Idee, verstehst du? Die tun immer kopieren. Das sind richtige Blender, sind das. Was tust du zu sagen? Wenn er schon spricht, da kriegst du Durchfall. Echt, da kriegst du Flitzkacke. Wenn er da sagt, oh ja, nee, und da, ah, Opium. Das ist nicht normal, das ist auch peinlich. Also im Endeffekt muss man eine Idee haben. Aber noch nicht, was der da meint. Ja, also hören Sie, wie der spricht. Das ist der Coach mit Knubbele. So, und das ist nichts. Ja, ist schon ja, traurig. Ich weiß ja nicht, ob der Score weiterkühlt und woher. Ich habe ja da drauf ein Statement gemacht, das lädt schon, ne? Auf TikTok und habe ich drauf gesagt, wenn er nicht auf die Kritik kommt, gar kein Verbot. Ja, kein Verbot. Ja, ist ja Lebstoff. Also komm, wenn ich das schon. Aber nochmal, das Original ist ein Original und ja. Der Imitation ist Imitation. Ja, aber der nimmt ja da so einen riesen Vortrag. Weißt du? Ja, das ist doch läppisch mit Fuß, vom so einen Driss. Ich weiß ja, was der da für eine Scheiße erzählt. Ist unnötig, will keiner hören. Ja, nix, das ist nicht eine Rohkrepierer. Was willst du doch machen? Ne? Aber er hat dich dann so nö. Also, da muss man drüber schauen. Also im Endeffekt ist das ist ja heute so. Die meisten, die Miesel, die kann ja keine eigene Idee. Die Kunden und Kopiere, der eine Friseur, da. Ist ja einfacher. Die müssen sich keine Gedanken machen. Die sagen einfach, kommen, probieren wir uns, gucken, wie das drüber geht. Ne? Der kann mich ja gerne kontaktieren und dann kann er nach Köln, Karl kommen, die Figur. Und dann kann er sich mit mir schön uns unterhalten. Verstehst du? Das Cremeschnittchen kann man direkt machen, kein Problem, Junge. Wenn du das siehst, kannst du mich gerne kontaktieren, dann küsst du nach Karl. Und dann machen wir das. Treffen wir uns in der Arkade und gehen wir schön einen Kaffee trinken. Der spendiere ich auch noch. Und dann kriegt von mir mal einen Kölschkurs beigebracht. Ja. Wie man richtig Kölsch spricht. Fließend und nicht so anstrengend. Der strengt sich an beim Sprechen. Ja, das stimmt. Ja, wie der spricht, der merkt sich, der ist am Denken, wie der das betont. Verstehst du? Das ist ja nicht flüssig. Nein, ist nicht. Also das ist einfach nur Laberei. Ist aber schon komisch. Ja, Läppchen, eine Figur ist da. Eine Puppekorb. Ja. Was willst du da machen? Ja, das stimmt. Also von daher ist das Thema uninteressant. Wie gesagt, ich kann schon mir melden, von mir eine Kölschkurs. Schön, die ganz schnelle. Meist sogar noch Einführungskurs. Ne? Das nennt er sich auch Kölsche, jo. Keine Ahnung, wie der sich nennt, weiß ich nicht. Nee, aber das ist ja. Ja, aber. Also ein Chorweiler Kölsche, jo. Ach, ist auch schon weit weg. Chorweiler, ja. Also, noch eins, die richtigen Kölner und die Originale, die wissen, wer der originale Kölsche Junge ist und nicht so ein Imitator. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Der kann, wie sich im Phantasialand der Geisterbahn, da kann er das machen. Er hätte auch eine Fifi im Kopf, ne? Ja, der hätte nicht nur eine Fifi, der hat wahrscheinlich mehrere Fifis im Kopf. Der ist so durchgefickt. Ja, super. Der, hätte das da, der muss ja einen riesen Friseur haben, sag ich dir. Ja. Also, der wird wahrscheinlich Werbung für drei Wetter darf. Ja. Oder Gas. Ja, oder so jetzt. Oder für Gardena. Ne? Schön das Gras im Korb und dann wird das schön besprüht. Ja. Aber ist schon speziell. Ja, was willst du machen? Da kannst du aber nichts machen. Das sind nur Trittbrettfahrer. Verstehst du? Das sind die Mitläufer. Der läuft wahrscheinlich bei mir im Windkanal. Wie ist im Windschatten? Da läuft der. Anders geht das ja nicht. Ne? Allein schon, wie der spricht. Weißt du? Du merkst schon, dass das den anstrengt. Und deswegen schade drum, aber scheiße Hund drauf. Schade. Ja, nein, aber da kannst du dich nicht verschützen. Die siehst du ja, diese Schauspieler oder Sänger oder Promis, die machen ja alles noch. Ne? Da ist ja keiner, der neue Ideen hat oder eigene Ideen, der das hat. Weißt du, was ich meine? Schon am Abend, wenn ich mal in der Rasenmäher am Kopf tue, dann merkt er das auch. Ja. Oder wenn ich vom Kölner Dom springe, springt er auch die Figur. Aber es hat lange gedauert, bis man sich an deine Figur herangetraut hat. Ja, es funktioniert aber nicht. Nee. Das merkst du schon an der ganzen Art, wie die sprechen. Du hast das Gefühl, hinter der Kamera steht und hält eine Zettel und dann liest er ab. Weißt du, dass du weißt, was du sprechen kann. Ja, aber hat auch lange gedauert, bis sich einer mal. Ja, dann auch. Ja, ja. Gut, das Sprechen ist natürlich nicht einfach. Ich glaube, das Kölsch, das ist schon speziell. Ne? Entweder kannst du oder kannst du nicht. Ja. Aber ich bin ja die Kölner DNA. Das ist meine DNA. Ich muss mich ja nicht anstrengen beim Sprechen. Das ist einfach so. Ganz aber einfach. Ja, hat man ja sagen, noch der Hess geht ein Zettel. Ich muss ja nichts. Ich muss nichts lesen. Ich habe keine Zettel. Ich war das meinem Mund, aus meinem Maul geht. Das ist original. Und das ist so. Und das sind einfach Sprüche. Da bin ich mit groß geworden. Ne? Ja, da geht dann so eine Neandertaler. So eine, ja, was soll ich das sagen? Du weißt ja, wo die Neandertaler herkommen. Ist das eigentlich? Ja, aus dem Wald, ne? Nee. Aus dem Tal. Ja, aus dem Tal ist richtig. Also wenn ich das jetzt sage, sagte, ja, hätten wir vorher drauf kommen können. Ah ja, scheiße. Die kommen aus Düsseldorf. Dann ja, vielleicht bitte aus Düsseldorf. Vielleicht ist das eine neue Mathe Düsseldorf und Berlin und Kölner.
Ja, komm, ja, dann geht. Ja, das geht ja gar nicht. Komm, das ist schon, wie gesagt, das sind 400 und Raumluftbefeuchter. Also lassen wir den mal quer laufen. Wie gesagt, den kann ich hier bei mir melden. Und dann kriegt er von mir mal leer Stündchen, das ist das Jod. Ich hoffe, dass er das Süden ist, das ist das Jod. Er wird schon. Ja, scheiße Hund drauf. Ach. Nein, die versuchen da, keine Ahnung. Aber ist schon bitter. Ja. Ich finde das eigentlich, also mich ärgert es. Du kannst aber nichts so machen. Nö, aber mich ärgert das eigentlich, weil ich finde das nicht in Ordnung. Wenn du nicht original bist, dann sollte man das Sinn lassen. Ja? Ja gut, im Endeffekt sind das ja die ziemlich schwissig, was der damit erreichen will. Vielleicht würde ich Geld damit verdienen, bei TikTok oder im Endeffekt, weiß ich mal. Vielleicht hätte er ohne Profil Neurose. Vielleicht sollte er sich schön selber. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall, ich mache schon die Videos, da hat an dem Neujahr da an der Pissnelke. Verstehst du? Da hätte ich, du machst das. Ja, warum nicht drüber reden? Ja. 7 Jahre? Ja, das ist uninteressant. Da war der wahrscheinlich noch flüssig, da war der noch im Röhr. Da war der noch irgendwie in der Mache. Ja, deswegen ist das ja uninteressant, wie gesagt. Ich kann mir nur anbieten, dass dann so mich so gehen und dann kann man das machen. Dann kriegt doch Süddeutsch die originale Jacke. Das ist eine originale Jacke. Ja, ja. Verstehst du? Ja, laden wir hin, ne? Selbstverständlich. Immer wieder, gerne. Kannst direkt kommen, Junge. Direkt vorbeikommen. Ja, tust ja. Du vorher schon ein Buch lesen und dann kannst du kommen. Ja, ja. Ist schon läppchen, ne? Ja, da kannst du dich vermachen. Mhm. Nee, diese Leute, die ihn kopieren, das sind, ne, das ist halt so, ne? Das, wenn das übermorgen, es ist für viele Leute, es haben ja schon viele versucht, ne? Es gibt ja für viele Leute, für die ist die Sprache halt das Hindernis. Das Outfit noch nicht mehr. Und vielleicht das Aussehen, du mach ich ein bisschen blöd und stell mich blöd. Ja, eine neue Zahnarzt zum Zahnarzt mit Orangion, ne? Der hat dann eine Kauleiste, sag ich dir. Ja, ja, so ein bisschen. Ne? Schauen wir in unseren, wie ich das schon gesehen habe, mit dem Pornobalken, mit dem Muschiputzer da und der Wort da. Deswegen sage ich auch, nicht so schlimm, aber du hörst ja deine Sprache. Du merkst, wenn Leute sich anstrengen müssen, kurz zu sprechen. Das können sie nicht, das ist so. Entweder kannst du dann, bist damit geboren oder du kannst das nicht, Ende. Und ich kann das nicht, Ende. So einfach ist das. Ne? Du musst das schon immer, der spricht schon Slow-Mo. Der spricht so langsam, dass er überhaupt, ja, weil der das betont. Der muss sich ja konzentrieren darauf, dass jedes Wort, was der spricht. Weißt du, was ich meine? Bei mir geht das pop, 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 ist so. Aber weil, da bin ich, der Kölsche Jung, Ende. Du brauchst ja den Dialekt nicht nach. Ich muss das dann, ich muss nichts noch machen, da bin ich, das lebe ich. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, da musst du dir ja keine Sorgen machen. Nein, auf der war so, es läppsch. Ja, ich hab dazu schon eine Sorge gemacht. Ja, ich sag dazu. Ich hab das auch schon gesehen. Ich hab das bei TikTok hast du dann gesehen. Ja. Da war eine Stunde, hätte das hoch gesehen im Hintergrund. Ja. Wenn du wirklich noch der Kölner Domino meint, die Figur. Da hätte ich noch gedacht, nur der wenigstens richtige Kölner. Das ist ja keine Kölner, Jack. Warum? Ich nehme an, der war noch nicht im Kölner Dom. Der weiß ja, wie der von innen aussieht. Der hätte ja kein Visum als. Ach, der hätte ja, der hätte noch nie so einen Reisepass. Ich nehme an, der hätte noch nie so einen Kölnpass. Ja. Ja. Das ist uninteressant. Du bist nur ein richtiger Kölner, ein wahrer Kölner, der einen Kölnpass hat. Ansonsten, hasta la vista, Baby. So ist ja, so verpiss dich, ganz vom Platz. Ja, das ist uninteressant, ganz vergessen. Ja. Yeah. So eine Friseur, ja, so die einen anderen Style machen. Saure Dauerwelle. Ja, du hörst ja auch, beim letzten Mal waren wir ja mit dabei, du warst beim Friseur. Ja, schön. Schön, ne? Schön ein bisschen färberin, damit alles. Das ist direkt schön wieder frisch, die Soße. Ne? Aber gut, ne? Ja, das, man muss ab und zu muss man sich um sich selber kümmern. Ja. Sonst ist das, ne? Werterhaltung heißt das. Ja, ja, Werterhaltung, schön für die Seele, für den Körper ist das gut, ne? Also von daher. Ja, und wenn man das dann alles so süd hier mit dem Scrolling und mit Konto, mit Bargeldabschaffung. Das sind alles so Sachen. Das hat alles seine Gründe. Das gibt Bargeld, das geht um Kontrolle. So, die wollen die Leute kontrollieren. Wenn du irgendwas Verkehrtes hast, kriegst du weniger Geld. Wenn du was hier in der Minderheit sagst, hier unsere Homosexuellen oder hier in der grünen Abteilung, hier Müslifresser. Wenn du da irgendwas sagst, kriegst du weniger Geld, dann musst du bezahlen. Dann nennt man dann CO2 und weiß ich, wenn man die Steuer auch nennt. Ne? Vielleicht gibt es auch die Homosteuer. Vielleicht gibt es die Homosteuer auch noch. Ja, so. Super, das wäre ganz knaller. Und kann doch, siehst du ja, das bezahlen ja alle. Super, nicht mehr kann man jetzt, ganz einfach. Und wenn ich das dann höre, weißt du, genau wie mit der Geldkarte, ne? Für diese, unsere sogenannten Flüchtlinge, ne? Diese Geldkarte, das war alles schon im Sack. Jetzt können die Grüne kommen aus ihrer Dreckslöcher wieder und machen wieder, ah nee, so wollen wir das nicht, weißt du? Ja, das ist eine Diskriminierung. Das ist keine Diskriminierung, das ist eine Tatsache. Diskriminierung ist, dass Leute, die 30 Jahre arbeiten gegangen sind, Fläche sammeln müssen. Und wie
jetzt ich was machen müssen, bitte, bitte machen müssen, das ist eine Diskriminierung. Diskriminierung der deutschen Leute, die da arbeiten, die da bezahlt haben, wo die Arschlöcher oversitzen jetzt in ihrem Bundestag. Das, da haben die eine ganze gesessen. Wow. Von denen ist nie in der Arbeit gegangen. Und wollen andere Leute fürschreiben, was sie essen, wo sie hingehen, was sie denken, wie sie denken, was sie aussprechen. Hör mal auf mit den Drecksäcken. Ja. Aber wo wird es enden? Ach. Ja, kann ich ja sagen. Das wird, glaub es mir, entweder wird ein richtiger Knall oder die ein richtiger, so, das ist soziales Feuer, das Benzin. Glaub es mir, da kriegen wir richtig, da wird das hier richtig brennen irgendwann. Aber jetzt mal eine Frage, ist der Deutsche wirklich so ein Dummer? Doch! Der Deutsche, manchmal habe ich das Gefühl, der Deutsche ist so Banane, der hat so Brett vom Kopf. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, wenn ich das alles so, das ist ja das ist schlimmer wie ein Schaf. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und das kapiere ich nicht. Der glaubt das immer noch. Ach, die Hoffnung, alles wird gut. Hätte ich noch hoch genug gesagt. Und am Arsch hängt der Hammer. Genau. Also im Endeffekt, ne? Du weißt ja, ne? Also, was heißt das? Der Papst meint immer so? Ne? Was heißt das? In 10 Sprachen so. Das in 10 Sprachen. Aha, so haben wir das. So läuft das. Meine Fresse. Jo. So blöd kann man doch gar nicht sehen. Und unsere sogenannte letzte Generation, ja, jo, was willst du doch? Da brummen die. Also, habe ich mal. Arbeit nicht erfunden. Nein, nicht nur. Arbeit nicht erfunden. Die machen ja nur rückwärts, ja. Die drehen sich am Kreis. Weißt du, was ich meine? So, wenn das denn so ist. Also, ich muss sagen, jetzt haben sie wieder so eine Pisa gemacht. Die deutsche Jugend ist die dummste Jugend. So. Ja, also wie heißt der Film? Dumm und Dümmer. Also Dümmer geht immer. Ja, ist so. Tut mir leid, dass ich das darauf fange. So. Und Sie wollen im Endeffekt ja durch Gesetzesentwürfe an das Geld anderer Leute ran, oder? Ja, ja, ist doch klar. Die machen jetzt Gesetze, die gucken jetzt, wo sie überall die Kohle scheffeln. So, die machen jetzt Gesetze, dass sie jeden wegputzen können. Das ist das Geld von der Lüge. Ob das jetzt erarbeitet ist, ob das jetzt geerbt ist. Aber da hat ja jemand was für gemacht. Selbst wenn ich was erbe, da hat Energie gemacht. Nochmal, dass alle Leute sich beteiligen müssen, weiß ich. Aber das machen sie. Ein Unternehmer zahlt seine Steuern und. Aber das ist ja krass. Guck mal hier, was hier los ist. Deutschland war früher an erster Stelle. Wir sind mal ganz hinge. Wir können ja gar nichts mehr. Ja, noch nicht mal wir können noch nicht mal Politik machen. Die können noch nicht mal Politik machen. Wer würde ich mit den Armeen dich setzen? Mit der Otto. Guck dir mal an, die Karnevalsabteilung. Ja, guck dir die mal an. Die entfernen Weltraum. Mehr der Blöde sehe ich, der Habeck, der wird wahrscheinlich nicht Wirtschaftsminister gewesen. Der hätte am Lesen Körner zugearbeitet, glaubt man das. Oder am Grünflächenamt, da wird er abgerufen. Das kann er wahrscheinlich machen, aber keine Wirtschaft. Der hat ja keine Ahnung von Wirtschaft. Das haben wir schon gesehen, was der für eine Drüssel gemacht hat. Ne? Mit dem Heizungsgesetz und dann, also komm. Und man muss sich da mal vorstellen, Deutschland, das hat es noch, ich glaube, noch nie gegeben, 0,2. Dass so ein Wirtschafts... die Wirtschaft... Das hat es noch nie gegeben in Deutschland, 0,2%. Das war, ehrlich, das ist schon krass. Also das hat es eine größte Arbeitslosenzahl nicht gegeben. Da muss man dich mal reinziehen. Da muss man dich auf die Zunge zu gehen lassen. Schön, ja, also im Endeffekt, wenn du 5-0 verdienst, erst Erhöhung, wenn du alles dann abrechnest, hast du von der Erhöhung vielleicht von netto 35 Euro. Wenn, ja, da muss man dich mal reinziehen. Und irgendwo muss ja das Arbeiten sich lohnen. Und irgendwo muss sich auch eine Wertigkeit finden, weißt du? Eine Wertschöpfung. Da muss ja irgendwie... Da haben die Lücken nicht. Deswegen sind die auch frustriert auf die Straße. Guck dann an, was los ist. Und die haben nichts Besseres zu tun, wie andere Parteien kaputt zu reden. Hey, wie ist der Maaßen? Ne? Wie ist die neue Union oder Werteunion? Werteunion, ne? Ja. Oder diese Wagenknecht, ne? Ja. Von der AfD brauchen wir gar nicht zu sprechen. Die wollen sie ganz kaputt sprechen. Die wollen sie kaputt sprechen. Nicht andere Politik. Die kommen nicht auf die Idee, mal Politik für Deutschland zu machen oder für den Bürger, wo sie für gewählt wurden. Wo sie für bezahlt werden. Nein, die denken, ja komm, die sind da, die sind eh. Und es gibt immer noch jene Demonstrationen. Es gibt immer noch diese Hunde, die, ich weiß ja, was ich dazu sagen soll, Vakuumpatienten, die schlafen wahrscheinlich mit Augenklappen. Und mit, ja, auch Deutschlandverräter, muss man so sagen. So, also der Habeck hätte ich schon damals mal gesagt, in dem Spruch, er hasst Deutschland und so macht er Politik. Genau so macht er Politik, Wirtschaftspolitik. Ich glaube, die Leute vergessen das auch. Aber das ist ja keine Lösung. Also ich würde sagen, selbst man sagt ja nicht umsonst, die Leute, die Geld haben, hauen ab und die Leute, die kein Geld haben, kommen hier hin. Aber das ist ja nicht die Lösung. Ich meine noch eins, Deutschland ist wirklich ein Knallerland. Guck doch mal andere Länder rumherum an, aber man muss jetzt natürlich fairerweise sagen, guck mal rumherum, überall steigt die Wirtschaft.
Das Bruttosozialprodukt geht nach oben, in Deutschland geht nach unten. Bulgarien ist besser. Ja, du musst an Führerstellen, da ist ja Bulgarien, das ist ein Mickey-Maus-Land. Die sind besser wie mir wirtschaftlich. Da muss man die Frage stellen, was ist denn los? Was geht hier ab für uns? Das ist doch nicht normal so jetzt. Und jeder weiß das, jeder kriegt das mit und keiner macht was. Keiner macht was. Ich stelle mir immer die Frage, was muss da noch sein? Was muss noch passieren? Was muss noch passieren? Da sind drei Parteien an der Macht, die es nicht verdient haben, an der Macht zu sein, die wirklich, also bei aller Liebe, boah, das ist schon der Knaller. Setzen Sie einen Talkshow hin mit einem Selbstbewusstsein, da denkst du, boah, was ist das da? Wie reden die alle? Ne? Und, aber ist ja klar, das ist eine Selbstbedienungslade. Die machen sich all die Taschen voll. Denn es ist sowieso scheißegal, wenn die gewählt oder nicht. Die haben die 4 Jahre kriegen ihre Tantiemen, ihre Rente, ihre Abfindung. Ja, super, ne? Genau so muss das sein. So, wie sagt man so schön, Deutschland ist eine Kuh. So, du hast Geld in der Hände, willst Milch, gut aber nichts mehr. Gut, kein Milch mehr. Irgendwann kommt keine Milch mehr raus. Kannst du mal bleiben. Aus dem Auto, gut, im nächsten Jahr raus. Wie gesagt, ich bin draußen. Ich bin nicht nur am Wochenende raus. Ich bin immer draußen. Ich bin immer an der Front. Ja. Und ich merke, wie die Leute unterwegs sind. Schlecht gelaunt, befrustet. Manche verfallen in Depressionen. Du kriegst ja gar keinen Therapieplatz mehr beim Therapeuten. Weil manche haben Existenzängste. Ganz viele haben Existenzängste. Was man auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite kann ich nicht verstehen. Dann tu was dagegen. Ne? Nicht nur beschweren, zu Hause am Wohnzimmertisch oder auf der Couch oder wie ich mit Freunden, sondern kollektives Zusammenhalten und dann feuerfrei. So, anders geht das nicht. Also Leute, was muss dann noch passieren? Und das merke ich draußen. Du merkst ja darum, Kaufverhalten der Leute. Ne? Geben kein Geld mehr aus, weil alles teurer wird, weil die Lücke, wenn du verlässt, Miete, der Strom, das Gas, das ist doch nicht normal so jetzt. Das ist unglaublich. Also da stelle ich mir echt die Frage, was die haben im Supermarkt, die haben uns einkaufen, das kannst du ja nicht bezahlen. Wahnsinn. Ja, das sind Preise für uns. Da fällst du um, da kriegst du einen Sockenschuss. Hier haben ganz viele Menschen kein Recht, Geld zu bekommen. Mit was für einem Recht? Die haben für das Land hier nichts getan, nichts. Die haben nie etwas getan, die werden nie etwas tun. So, mit was für einem Recht? Werden die gleichgestellt mit den Deutschen oder, ich sag jetzt mal, die deutsche Staatsbürger sind, so, der gibt es ja, muss man fairerweise sagen, es gibt ganz viele Türken, die haben für das Land ganz viel gemacht, Italiener, Griechen, weiß ich wo, ne? Jugoslawen. Aber das, was jetzt hier drin ist, unsere sogenannten Ukraine und Syrien und weiß ich, wie sie alle heißen, die haben für das Land noch nie getan. Die holen sich hier nur die Kohle ab. Und wenn sie würden hier bleiben, wenn sie die würden, was für das Land hier machen, so, und so mal können so eine Scheiße erzählen, das hätte nichts mit Rassismus, das ist meine Meinung und das ist die Tatsache. Ich könnte so viele Sachen erzählen, fällst du also hier wird ja nichts so. Ne? Tun hier sogenannte Ukrainer, weißt du, haben hier Buden, tun die untervermieten, sind in Polen, fahren über die Grenze mit der Geldkarte, holen sich das Geld. Ey, wo leben wir hier? Und das ist öffentlich, das kann, weiß jeder. Und rächt sich ihnen ab, wenn du 5 Euro mehr Bürgergeld kriegst, sind sie, da rächen sich ab, wie kann das sein? Ne, so nicht besser darunter beobreiche. Die kriegen Tausende von Euro. Die tun nichts dafür. Nichts tun die dafür. Ende. Ist so. Ich habe jetzt mich ein bisschen TikTok, bin ich jetzt TikTok-lastig geworden. Ne? Und ich finde natürlich auch, TikTok ist an für sich noch eine gute Plattform. Noch. Wer weiß, wie lange. Also für mich ist ja, ich sag jetzt mal, Facebook ist für mich Altersheim. Ne, betreutes Wohnen mittlerweile geworden, weil das Facebook zu tun hat, süß, ja. So, ja, Instagram, das geht auch nach unten. Die werden alle zu viel kontrolliert, da wird zu viel reglementiert und du darfst nicht und ganz viele Dinge. Ist auch nicht mehr so, wie es sein soll. Und TikTok ist an für sich noch, ja, wo man dann sieht, ach Lorenz, da kannst du noch ein bisschen, obwohl die auch schon wieder anfangen, hier die europäische Gemeinschaft, die wollen ja haben da TikTok, da, weißt du, die wollen ja alles kontrollieren. Das geht ja nur um Kontrolle. Ne? Und da ist natürlich die Konkurrenz von den Medien, die haben dann natürlich ja keinen Bock, verstehst du? Das gehört ja auch noch dabei. Manchmal ist auf TikTok oder auf Instagram eher was wie im Fernsehen ist. Das ist ja klar, Konkurrenz ist doch logisch. Da haben die ja Probleme. Wer lügt, dann lügt so nach dem Fernsehen nicht raus. Lügt ja keiner, das auch an der Müll. Das nur Müll, da kannst du eine Müllton, schmeißt alles doch drin. So. Und das ist doch nur reiner Müll noch, eine Verarscherei. Propaganda. Für mich ist das nichts anderes wie Propaganda. Und da habe ich mich ein bisschen besinnt auf TikTok. Ich mache Videos, 2 Stück manchmal am Tag, morgens,
Offens, so. Und dann je nachdem, wo ich bin, ob ich beim Friseur sitze oder sonst jetzt, da mache ich mir schön mit Videos, tue ich schön runterreißen, schön bemerkt, hat Spaß. So, bis mit den Leuten direkt am Kommunizieren, die Leute schreiben, die fragen mich ein paar Sachen, ich kann da direkt beantworten, weil das unten steht. Super, finde ich eine tolle Sache, finde ich geil. Man muss aber auch aufpassen, wie man was sagt und, ne? Ich muss sagen, der Verräter ist überall, auch bei TikTok. Ne, da sind immer Leute, die stören sich da dran. Ja, tun sich direkt Beschwerden. Also, das sind ja alles 31er. Ne? Die haben nichts anderes zu tun, wie sich die Lüge dann anzuscheißen. Hoffentlich schwinden sie auch uns an die Drüste, aber dass dann nicht der Hutpflege geht. Hätte ich ja kein Interesse dran, würde mich ja nicht interessieren. So. Und wie gesagt, bin gefunden, haben sie gestern Abend gesperrt. Ne? Der Mischai, ja klar. Wenn ich da sage, warum fällt es ihm? Ja, sag mal. Ja. Wir waren beide zusammen, wir hatten ein Mädchen gemacht, muss er fürchten, weil er kein Oberteil anhatte. Der war obenrum nackt, als Mann. Der hat doch eine gute Party, Süd und Ost. Muss ich sagen, auf einmal kam, zack, bis zum 28. Begründung, er wäre oben nicht bekleidet gewesen. Ey, und was haben wir jetzt? Im Schwimmbad und alles dürfen Frauen oben ohne schwimmen, John, oben ohne. Du siehst die Schläuche, du siehst die Titten von denen. Ja, was ist das dann? Oben ohne Frauen und als Mann, nur weil die Hemd an ist, hätte ich irgendeiner beschwert. Dann kam ja, irgendeiner hat sich beschwert, weil er oben ohne sitzt. Vielleicht war der neidisch, vielleicht war der so, war so eine Zahnstocher wahrscheinlich. War wahrscheinlich neidisch gewesen, eifersüchtig, wow, dass der so gut aussah, weil er so gut schön durchtrainiert. Ja, siehst du mal, solche Sachen. Gibt's ja nicht. Ja, doch, haben die bis zum 28 gesperrt. Begründung, hat er nachgefragt. Ja, haben sie ihn dann noch, ja. Ne? Ich glaube, die müssen mittlerweile das begründen. Ist ja Gesetz neu, ne? Die müssen begründen, wenn sie die da irgendwie sperren. Ja, weil er kein Umhängbahn hat. Eine Frau kann ich nicht mehr verstehen. Frauen dürfen oben rum im Schwimmbad schwimmen rumlaufen. Da hätten sie jetzt direkt, wie gesagt, Diskriminierung. Und das ist ein Mann, der hat nur, der war frei oben, ohne. Also. Weil sich einer beschwert hat. Weil irgendeiner hat er gestört. Aber in Thailand wollte ich. Ja, da hat sich keiner beschwert, weil er zu schnell ja nicht geht. Ja. Das geht er nicht zu schnell. Der hat Dreck in der, hey, der ist da oben, das, bis ich ihn stört hat. Wahrscheinlich. Ja, wegen was für Nacktheit. Der hätte wahrscheinlich einen richtig anständigen Körper, einen Oberkörper. Ja. Was? Ja. Da musst du dir mal reinziehen. Mit einer Verlogenheit. Ja. Das ist Diskriminierung. Ja. Ja, so sehe ich das. Das ist Diskriminierung. Seht ihr als Mann da oben ohne, wie immer Güter, da stört das einer. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Das ist jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch geht alles gut. Guckt bei mir in TikTok, The Culture Jung, und dann sehen wir uns. Alles Gute.